Die einzige Art des Fliegens, was? Privat. Weit weg vom Trubel der Öffentlichkeit. Keine neugierigen Blicke, die stumm Fragen stellen, die ich nicht beantworten will. Nun, nennen Sie mich verrückt. Es wäre nicht das erste Mal. Aber wir müssen unsere Geschäfte zentralisieren. Darum habe ich diesen Ort gewählt. Gut, ich habe ihn nicht selbst ausgesucht, aber ich war daran beteiligt. Ich habe das Memo bekommen. Die Appalachen sind seit jeher ein Ort, an dem Menschen quasi verschwinden können. Ob allein oder mit Hilfe. Warum also nicht auch die Saurier? Ein paar Strippen ziehen, ein paar Leute schmieren, ein paar Arme verdrehen und zack, schon hat die Naturschutzbehörde eine neue Operationsbasis. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Ort auf etwas vorbereiten wollen, mit dem er seit 65 Millionen Jahren nichts mehr zu tun hatte. Das Grundgerüst ist fertig. Aber bevor die mit Fleisch und Blut Besudelten ankommen, muss alles funktionieren. Owen und Claire sind vor Ort und haben mehr Infos für sie. Dr. Dua koordiniert ihre Aktivitäten. Und ich werde die Erwartungshaltungen verwalten und eine Armlänge Abstand von den Fleischosauriern einhalten. Moment, Armlänge ist vielleicht etwas zu kurz gedacht. Wir brauchen hier eventuell noch etwas Hilfe. Mr. Lambert? Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie, wann es losgeht. George Lambert ist ein erfahrener Ranger. Er hat mit uns auf den Inseln gearbeitet und ist nun bei der Naturschutzbehörde. Er und Owen übernehmen die Saurier und wir die Anlagen. Demnächst bekommen wir eine ganze Reihe bereits gefangener Tiere rein. Verzögerungen sind inakzeptabel. Verstanden. Wir beginnen mit dem Bau von weiteren Gehegen. Wir fangen sie, du packst sie ein. Und damit herzlich willkommen zu einem dritten Teil der Kampagne von Jurassic Evolution 2. Nun im schönen Pennsylvania, in den Appalachen. Und ja, wie wir gerade eben schon gehört haben, müssen wir neue Gehege bauen, denn es kommen in 1 Minute 40 Carnotaurus an. Ich habe keine Ahnung, was genau das für Saurier sind, um ehrlich zu sein, aber lassen wir uns mal loslegen. Da würde ich sagen, machen wir einfach mal ein Gehege. Tja. Hier unten so am Rand hin. Zahlen wir das hier mal so ein bisschen ein. Und gehen jetzt nach unten. Hier rein. Und hier wieder zurück. So, so und. Dann noch ein schickes Tor hinein. Da können wir jetzt erstmal wieder ein bisschen weiterlaufen lassen. Kriegen hier schon mal ein bisschen Wasser hinzu. Denn das wird es bestimmt schon brauchen. So, was das für Saurier sind, kann ich ja noch nicht sagen. Aber gut, ich kann ja hier schon mal so eine Beobachtungsstation reinsetzen. Ja, vielleicht passt sogar schon ein bisschen zu groß. Aber egal. Dann wollen wir dich auch gleich mal hier hinzufügen. Ja, du brauchst jetzt nicht nur von hier. Hier lebt noch keiner. So, dann machen wir mal ein bisschen schneller. Ah, da haben wir. Carnotaurus. Fleischfresser. Na dann. Produkt wird transportiert. Ein dahin. Ein paar Neulinge, die Nahrung und Unterkunft brauchen. Ich empfehle, diese Saurier genau zu beobachten, bis sie sich richtig eingelebt haben. Lambert hat recht. Sie waren draußen in der Wildnis. Zäune werden ihnen nicht gefallen. Okay. Wir stellen keine Mutmaßungen an und achten auf die Details. Gut. Vergiss nicht, dass die Saurier genau wie wir immer dazulernen. Das ja, darfst du beim natürlich. Bau eines neuen Sauriergeheges nicht vergessen. Sicherheit hat Priorität. Für sie und für uns. Leg los, dann können die Saurier einziehen. Ui. War das alles, Doc? Großartig. Dann wollen wir doch mal sehen, was die benötigen. Vielleicht haben wir ja Glück und ist schon alles da. Sand.
Sand. Natürlich. Warte mal. Das ist krass, okay. Machen wir denn hier so eine schöne Strandlagune hin? Hä? Ja, okay, das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie Sand, aber... egal. So, wie geht... oh, wow, das war's schon. So, ihren Bereich vergrößern sie gerade schon. Wasser haben sie genug, Sand haben sie... ja... also nicht 100%, aber... auf jeden Fall schon mal... etwas. Ne, dann machen wir hier nochmal ein bisschen was. Machen wir nochmal ein bisschen größer hier. Die sollen sich ja wirklich wohlfühlen bei mir hier. Machen hier noch ein bisschen Sand drüber. Und was haben wir jetzt? Könnte noch ein bisschen Wasser. So. Das sollte dann... der, wenn die das hier hinten erkundet haben, kommt ja auch nochmal was dazu. Also wir sollten da ziemlich gut dastehen, würde ich sagen. So. Also, und Beobachtungsgalerie, stimmt. Die habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, was wollen wir da groß machen? Wir können eine da hinsetzen. Und... ja, wir können eine Beobachtungsgalerie hier, oder besser gesagt, hier hinten hinsetzen. Aber ob... ja, gut. Das ist halt das, was wir machen können. Dann machen wir hier so ein bisschen Curry. Schlängeln den Weg hier so ein bisschen umher. So. So. Und da rein. Und von hier jetzt nochmal einen Weg hier rüber. Klar, ist jetzt nicht unbedingt der 100% beste Weg. Nicht der geradeste Weg, aber hey. Allosaurus. Ich glaube, da machen wir lieber noch ein neues Gehege hin, ne? Das würde ich sagen. Machen wir hier hin. Den hier einmal fix nach hinten. Und bauen das ja noch geschwind aus. So. Machen wir hier jetzt ein bisschen schräg nach vorne hin. Damit wir vielleicht nicht allzu viel Platz brauchen. Wer weiß, was dann eben noch für welche kommen. Machen wir da hin. Dann brauchen wir aber höchstwahrscheinlich auch eine Beobachtungsanlage. Die würde sich eigentlich ganz gut hier machen. Und einen Weg davor. Und wir brauchen aber noch einen Notfallgenerator. Machen wir einfach hier hin. Das passt schon. Dann machen wir gleich schon wieder ein bisschen Wasser hier hin. So, hier. Sind... ja. Transport im Gange. Plus einer. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich jemals wohlfühlen werde, aber die Weißkittel wollen, dass es den Sauriern gut geht. Sie sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Viel Wald. Hier können wir vielleicht noch mal ein bisschen was machen. Hier, hier. Aber was wir halt auch auf jeden Fall noch brauchen, das hatte ich hier gerade komplett vergessen. Machen wir hier eine Beobachtungsstation hin und du kannst gleich hier rüberfahren. Aber so wie ich mich erinnere aus der letzten, braucht er auch Sand. Wollen wir doch gerade mal welchen hinzufügen.
Ich meine, naja, Sand ist, sieht's nicht unbedingt aus für mich. Aber, hey. Mach mal. Hier nochmal so ein paar Bäume hin. Und werden... Ah, ja. Ja. Aber natürlich. Lieber Allosaurus. Deine Beute. Warte mal, wo bist du jetzt? Wo hast du dich versteckt? Mein Lieber. Ah, hier rennt er. Ah, schön. Komplett zufrieden. Hat noch nie alles entdeckt. Aber. Das sieht doch gut aus. Offenes Gelände, Wald, Wasser, Beute. Alles perfekt. Die Saurier scheinen sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen. Aber ich möchte sicherstellen, dass sie nicht einfach nur überleben, sondern auch wachsen und gedeihen. Ja. Du verstehst sicher, dass unsere Forschung noch wertvoller ist, wenn wir hervorragende Exemplare unter optimalen Bedingungen haben. Deshalb möchte ich, dass du ein Wissenschaftszentrum baust und in Betrieb nimmst. Dafür brauchen wir mehr Wissenschaftler, also bauen wir auch ein Startzentrum. In der Wissenschaft geht es um die Daten, die wir sammeln und analysieren. Müll rein, Müll raus. So. Das wollen wir vermeiden. Besonders wenn man die Investitionen bedenkt, die bereits in diese Saurier getätigt wurden. Die CIA will Ergebnisse. Und die werden wir besorgen. Ende der Diskussion. Ja, natürlich. Natürlich. So, und... So. Lambert hier. Wir könnten echt ein Expeditionszentrum gebrauchen. Leg mit dem Bau gleich los. Aber jetzt, stresst mich mal nicht so, hä? Alles immer mit der Ruhe hier. So. Aber jetzt erstmal hier schauen, ein paar Wissenschaftler hinzufügen. Dann wollen wir doch mal sehen. Da haben wir Genetik. Ja, sehe ich noch nie. Erhöht alle Fähigkeiten um 1. Okay, Genetik, billigere Forschung. Hat die denn auch ordentliche Werte? 4, 2, 1, naja. Aber eine motivierte ist eigentlich immer gut, im Team zu haben. Genau. Dann nehmen wir noch... Ja, wen nehmen wir dann noch dazu? Na gut, eine Genetik-Spezialistin. Eine billigere Forschung kann man immer nehmen. Und generalistisch... Nochmal, lass mal schauen, was wir hier jetzt... Okay, mach halt gleich alles zu. Okay. Dr. Dua und Finch bekommen wahrscheinlich Druck von oben. Sie wollen, dass noch mehr Tiere eingefangen werden. Überprüfe die Expeditionskarte und sende ein Fernfangteam aus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, Vorfallalarm. 2 Ankylosaurusse in der Nähe von St. Louis gesichtet. Dann wollen wir mal ein paar Leute hinschicken. Da haben wir Motivierte. Ja, setzen wir die Motivierte auch gleich mit dazu. Bringt uns das irgendwas? Ja, nochmal Zeit ersparen ist, das ist immer gut. Okay, die gute Nachricht zuerst. Unsere Fernfangteams hatten einige Erfolge. Wir haben einen stetigen Nachschub an Sauriern für unser Kontrollzentrum. Das gefällt mir. Saurier von einer möglichen unkontrollierten Begegnung mit der Öffentlichkeit abzuhalten, gilt für mich als 100%iger Gewinn. Und jetzt die schlechte Nachricht. Die bekomme ich gar nicht gern, aber das Austeilen macht irgendwie Spaß. Diese Tiere kommen mit einer unbekannten Krankheit an, die wir schnellstens in den Griff kriegen müssen. Und zwar ZZ, ziemlich zügig. Right. Dr. Dua. Wir können die Krankheit per Scan von unserer mobilen Veterinäreinheit aus diagnostizieren. Wir haben das schon bald unter Kontrolle. Das ist gut. Dann an die Arbeit. Genau. Ui.
Lebenfang, zwei Ankylosaurusse. Sind alle eingefangen worden. Sehr schön. Ja, kannst du sofort transportieren. Ein da, ein da. Bestätige Produktzustellung. Was mit Zinn? Was ist gerade das Problem? Strom. Natürlich. Es wäre wirklich schön, wenn am besten vorher mal eine Meldung kommt, anstatt erst viel zu spät. Aber gut. Dann, warte. Erstmal machen wir hier alles fertig. Machen die jetzt noch hier hin. Wo haben wir unser Ranger-Team? Damit das auch gleich erledigt ist. Und als nächstes unsere Paleo. Genau, unsere Veterinäreinheit. Die gleich mal an unseren zwei Neuankömmlingen ein Scan durchführt. So, in der Zwischenzeit machen wir noch ein bisschen Wasser hin. Mach ich mal ein bisschen klein. Herr Ankylo. Mister. So, was haben die denn für eine Krankheit? Kryptosporidiose. Was auch immer das ist. Eine Infektion, okay. Ja gut. Was haben wir sonst noch unbequem? Wieso das? Wir haben gemeines Blatt, gemeine Frucht braucht er. Da haben wir ein paar Kletterpflanzen. Die können wir hier schön hinzufügen. Und hier gemeines Blatt noch ein bisschen. Da so ein wenig. Und dann müsste es doch gleich viel besser werden, vom Komfort zumindest. Aber ich sehe gerade, das hat sich wirklich verbreitert. Okay. Und wie komme ich der Krankheit jetzt bei? Muss ich erforschen. Okay. Dann werden wir das doch mal erledigen. Billigere Forschung. So. Bitteschön. Statusprüfung. Ist die noch nicht geschehen? Achso, der fährt gerade noch die an. Ach, jetzt haben es wirklich alle. Ach Gott. Super. Dankeschön für die kranken Tiere. So. Das haben wir geschafft. Was ist das hier? Tuberkulose. Ja, das brauchen wir noch nicht. Aber dann denke ich mal, dass wir jetzt mit ihm unsere Tiere behandeln können. Genau. So. Dann du. Dann du. Du musst das verstehen. Owen und ich sind bei diesem Projekt dabei, weil wir das Beste für die Saurier wollen. Wir wollen nicht, dass sie ausgenutzt oder manipuliert, verändert und beeinträchtigt werden. Sie verdienen eine Chance auf Leben, genauso wie jedes andere Lebewesen. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Wunder der Wissenschaft ihnen eine zweite Chance gab. Also, forschen, ein Heilmittel finden und benutzen. Oder die Saurier sterben. Erneut. Und nein, das wird nicht passieren. So, die müssen jetzt nur mal ihr Territorium erweitern und dann haben sie genug gemeine Frucht. Ab.
Aber genau das werden sie nicht erledigen. Achso, gemeine Frucht haben die ja noch gar nicht. Mein Fehler, my bad, sorry. Ich werde mich des Fehlers reinigen. Was? Sollte aber dann nun jetzt hochgehen. Ja, danke. Aber wo ist unser Ranger-Team? Einmal bitte. Nein, keine Statusprüfung. Down reparieren. Bitte hört auf, bitte hört auf. Oder? Schließe den Hauptsitz der Naturschutzbehörde ab, indem du die Aktivpostenbewertung erhöhst. Dr. Duhr, Lambert hier. Ich habe erfahren, dass wir unsere Fangquoten steigern sollen. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist korrekt. Oh. Wir müssen diese Einrichtung ausbauen und dafür brauchen wir mehr Tiere. Es ist Zeit für einen Stresstest unserer Systeme. So stellen wir sicher, dass wir Wissenschaft und Betrieb zugleich bewältigen können. Verstanden. Meine Teams sind bereit. Es gibt noch einige Saurier. Viele Ziele, die wir reinholen können. Aktivposten. Und ja, dies wird eine fortlaufende Mission für uns sein. Ja, aber dann nehmen wir doch schön Brachiosaurus, oder? Wenn der schon mal da ist, dann nehmen wir einmal die Motivierte und dich. Genau. Dann los geht's. Den können wir nämlich hier mit reinstecken. Das passt dann ziemlich gut. So. Kohabitation. Jede Spezies hat einen Typ. Überprüfe die Details in den Saurierstatistiken. Jeder Typ Saurier wird friedlich mit einer Anzahl anderer Typen friedlich zusammenleben. Diese teilen sich gern ein Territorium. Einige Typen von Spezies, sag mal, was ist denn heute los, sind nicht mit anderen kompatibel. Also wird es zu Konflikten kommen, wenn sich diese ein Territorium teilen. Yep, das ist mir schon bewusst. Gebäude-Upgrades. Bestimmte Gebäude haben eine Reihe von möglichen Gebäude-Upgrades, die genutzt werden können, um ihre Leistung zu verbessern. Erforsche neue Gebäude-Upgrades und die Fähigkeit, einen zweiten Platz hinzuzufügen. Im Upgrade-Tab eines Gebäudes kannst du maximal 2 einzigartige Verbesserungen hinzufügen. Also theoretisch müsste man die ja erforschen. Das sind die Fossilien, da haben wir noch nichts mit zu tun. Strukturen. Effizienz-Upgrade. Oder Wissenschaftler-Training. Ja, erstmal Effizienz. Effizienz ist gut. So. Jetzt einmal kurz die Zeit laufen lassen, bis unsere neuen Dinosaurier angekommen sind. Oder bis wir unsere neue Forschung abgeschlossen haben. So, das nächste, Kosten-Upgrade. Gebäude-Upgrades, die verschiedene Kosten senken. Billigere Baumaßen, effiziente Verwaltung, Aufgabenkosten. Das klingt natürlich auch nicht schlecht. Was kommt dann? Sturmabwehr und Fahrzeug-Upgrade. Na, machen wir aber erstmal Wissenschaftler-Training. Das ist schon nicht schlecht. Aber warum sinkt unsere Aktivpostenbewertung? Ah, da haben wir den schönen Brachiosaurus. So, den können wir einmal holen. Produkt
unterwegs. So. Ach so, die müssen auf... Okay, okay, okay. Also darauf muss man auch achten. Dass die am besten immer sichtbar sind. Oh. Ja gut. Er hat ein Leiden, was wir erstmal diagnostizieren müssen. Aber so wie es aussieht, ist es halt keine Krankheit. Also, hoffe ich. So, was haben wir sonst noch? Chasmosaurus. Torosaurus. Diplodocus. Drei Stück, das klingt auch, naja, Baryonyx. Baryonyx, das sagt mir leider nicht mehr viel. Aber holen wir mal die... Ah, da sind doch Bilder. Oh. Sehr schön. Die Baryonyx. Ah ja, genau. Das waren die aus dem ersten Part, glaube ich. Oh Gott, wenn mein Gedächtnis ein bisschen besser wäre. 5 Torosaurier. Na, ich glaube, das wäre dann ein bisschen viel in dem Eingehege. Die müssten, glaube ich, ein neues kriegen. Chasmosaurier. Parasaurolophus. Ja, ich glaube, wir bleiben mal bei den 3 Diplodokusse. Genau, dann nehmen wir den Motivierten und dich wieder. Und dann geht's wieder los für euch. So, aber was brauchtest du? Ein bisschen mehr Wald. Den können wir dir beschaffen, mein Lieber. Da bekommst du hier hinten so... Dein Wald. Ist es denn jetzt genug? Na, wenn du mal ein bisschen weiterläufst... Ich glaube, dann wirst du schon... ein bisschen mehr finden. Große Nuss. Große Nuss. Er braucht große Nüsse. Davon mehr wie Wald. Dann mache ich hier mal ein bisschen weg und ein paar Nüsse hin. Na. Er hat halt noch nicht so wirklich viel entdeckt jetzt. Er muss noch ein bisschen umherirren. Aber ansonsten machen wir hier unten auf jeden Fall noch ein paar Nüsse hin. Wald hat er hier unten ja auch noch genug. Also wenn er sich ein bisschen umschaut, sollte es auf jeden Fall werden. So, was haben wir? Eine Fleischwunde, okay. Große Verletzung. Dann war das wie folgt. Einmal müssten wir ihn betäuben, mein Lieber. Und dann wieder wegschicken.